Okay, ich muss noch mal zur Schmelze. Zur mächtigen Schmölzerei. So, aber. Nee, jetzt noch nicht. Ich wollte noch Holz mitnehmen, habe ich gesagt. Welches Holz nehmen wir denn mal für den Hafen? Noch weiter das, ne? Nehmen wir mal 3 Stacks für mit. Also jetzt macht dieses automatische Abbauen auch Sinn, ne? Für Bäume und so. Total nice. Danke, danke für die geile Idee. Das werde ich auf jeden Fall bauen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das werde ich bauen. Irgendwo. Ja, irgendwo. Keine Ahnung. Boah, schon wieder Nacht. Es ist so, das ist doch so scheiße. Um nicht gerade zu sagen, Assi, ich hasse die Nacht. In Minecraft jedenfalls. In echt mache ich sie ganz gerne mal durch. Und das ist jetzt kein Scherz, ich mache wirklich ganz gerne mal ab und an durch. Macht euch gegenseitig fertig, ich liebe es. Wie eine Mobfalle hier unten. Mit dem Unterschied, dieser Mob, die spawnt ständig. Der fällt ständig von da oben. Nach unten. Egal wo der ist, ich werde ihn eines Tages noch finden und besiegen und dann werden alle über mich lachen, weil ich doof bin. Ich krieg den nicht vor allem. Naja, okay. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder. Tschüss. Das Lied voll geil ist es. Ich wollte gerade sagen, ey, was verarschen die Skelette mich heute? Verarschen mich, wo ich dabei bin, ey. Das gibt's nicht. So, Grüße. Chunk Loading bleibt auf Default. Ich geh mal schnell schlafen. Vielleicht bringt das ja jetzt was. Dein Ernst? Erst den Monster in der Nähe und jetzt bin ich zu durstig, um zu schlafen, oder was? Ein Monster, komm doch her aus dem Bett, da. Unterm Bett hervor. Komm her, du Monster. Komm aus dem Bett. Flammenbreath. Haha. Scheiß Flammenbreath. Dein Ernst? Geh doch, ich hätte ja was zu essen. Kriegst du nicht. Nein, 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 warum krieg ich es nicht? Warum krieg ich es? So, übrigens, Zero. Da kannst du dir Knochenmehl abholen.
Im Kühlschrank. Wo es hingehört. Ich frage mich gerade, warum das Creeper nicht weitergekommen ist. Ach, endlich kann ich schlafen. Ich bin nicht mehr too thirsty to sleep. Ich kann endlich schlafen. Das finde ich gut. So, und ich werde jetzt auch gleich einen Cut setzen, definitiv. Ich habe zwar nicht viel geschafft heute, aber ganz ehrlich, ich finde gerade mich selber nicht so gut, weil ich so müde bin. Ich finde es nicht gut, was ich mache. Nein, ich finde es einfach scheiße. Paolo, du bist scheiße. Du bist müde, du bist die ganze Zeit am Niesen und am Gähnen und... Oh, Paolo, du bist einfach nur ein Dreckskerl. Und deswegen, bevor ich dann hier weitermache, weißt du, und so. Ne? Klingt auch plausibel. Ich meine, eine Stunde habe ich ja jetzt schon. Und wir haben ein bisschen was gemacht. Auch wenn ich größtenteils wieder doof rumgelabert habe und ein bisschen rumgelaufen bin. Irgendwie, weiß ich auch nicht. Irgendwie macht es mir auch momentan ein bisschen mehr Spaß, Offscreen zu spielen. Ich weiß nicht, warum. Alter, hörst du mir mal auf zu gehen, oder was? Oder was? Mir steckt das Wochenende von letztes einfach noch in den Knochen. Aber hey! Man hat nur einen Junggesellenabschied im besten Falle. Und ich werde definitiv nur einen haben, weil ich werde mich A nicht scheiden lassen und B, wenn Susi die Scheidung will, werde ich definitiv nicht noch einmal heiraten. Ganz einfach. Nur mal so. Kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Deswegen wird es bei mir nur einen Junggesellenabschied geben. Ja. Jetzt mal gucken, ob meine Idee gut ist. Also... In meinem Kopf hörte sich oder fand ich die jetzt gerade richtig geil, aber mal gucken, ob sie sich auch so durchsetzt. Außer halt in meinem Kopf. Da setzt sie sich natürlich durch. Ne, in meinem Kopf setzt sie sich gerade gar nicht durch. Ich bin gerade ein wenig am Überlegen. Aber sie setzt sich noch nicht so richtig durch, die Idee. Nee, ich krieg die Idee gerade nicht im Kopf durchgesetzt. Ich lasse dieses hässliche Gebilde erstmal stehen und überlege mir was anderes. Obwohl. Das hässliche Gebilde wird erstmal wieder weggenommen. Es hat sich gerade ein anderer Gedanke in meinem Gehirn breit gemacht. Nein, der hat sich gerade wieder verworfen. Verdammt, ey. Wo ist meine ganze Kreativity hin, Junge? Mein Kreativikratal war. Weißt du Bescheid? The Creativity. The Creativity ist irgendwie dahin. Hm.
Kreativität ist gerade absolut weg. Ich weiß nicht warum. Ich nehme das erstmal wieder weg. Die Kreativität ist da hier. Das gibt's nie. Das gibt's einfach nicht. Gerade war noch so, ja, so machst du das und und jetzt, wo ich das dann so machen will und, ne, weißt du ja. Kennt man ja. Typisch Palo, all. Ein typischer Palo. Ich pflaster jetzt hier erstmal alles aus. Ich bin gerade echt am überlegen, wie und was, ne? Also die Seite hier vom Ufer, die wird mir wahrscheinlich nicht so dolle gelingen wie bestimmt die andere Seite. Deswegen, das hier ist mein Testufer und die andere Uferhälfte wird wahrscheinlich schöner. Mit schönen kleinen schnuckeligen Häuschen und durchgeplanter und kreativer und ich hoffe mal endlich besser als jetzt. So, im Prinzip musste ich hier. Ja. Voll die dumme Ideen, die ich habe. Vor allem, wer kommt auf die Idee, hier überhaupt noch Gras wachsen zu lassen? Wird doch alles zugeteert. Das war doch schon von Anfang an eigentlich klar. Echt, also der hier sich dazu überlegt hat, das Baukonzept und so, der muss ja richtig doof sein im Kopf, ne? Oder einfach nur naiv. Natur hat hier keinen Platz. Nein, nicht dahin. Oh Mann. Palo, du bist echt gerade. Weißt du? So. Eins, zwei, ne? Da, ne? Ich weiß, hier stand schon mal ein Haus. Und ja, ich weiß auch, es ist nicht lange gut gegangen. Ich überlege echt die ganze Zeit, wie machst du das, ohne dass es genauso aussieht wie das andere hässliche Ding davor. Ne, das ist schon zu groß wieder. Das ist definitiv zu groß. So, ne? 1, 2, 3. Und wieder zu hoch, ne, vor allem. So soll das jetzt nicht werden. Dann ist das da oben auch zu hoch. Interessiert mir viel zu hoch. So, ich baue jetzt erstmal das Grundgerüst des Hauses. Das soll ja auch hier in diesem Holzstil bleiben und in den Holz-Steinstil wie die anderen Häuser.
Ein Hafen ist ja auch ein Umschlagsplatz. Irgendwo. Darum dachte ich mir, machen wir vielleicht hier so ein Umschlagsplätzchen hin. Nur wie und so. So, ich habe jetzt keinen Bock ins Bett zu gehen. Warte mal. Von da. Eins. Zwei, drei. Ich überlege noch und das wird noch ein wenig dauern. Denn ich bin zu bedauern. Naja. Ich muss natürlich immer diese Stücke da wegreißen, weil das sieht ja sonst wirklich shitter aus. Da sieht shit aus. Nee. Und nochmals nee. Weg. Auch weg. Zack. Auch weg. Alle von da oben hoffentlich eingesammelt. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. Da das ja eigentlich hier für einfache Leute ist, sozusagen, die einfachen Händler. So. Nur damit man sich das mal eben vorstellen kann.